Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zurück zu Mad Games Tycoon. Und heute sage ich das nur ein einziges Mal. So, dementsprechend. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir machen heute weiter. Glaube ich zumindest. Aber ich habe mir natürlich wieder was gedacht. Nicht so, dass ich jetzt nicht sage, wir sind jetzt irgendwie nicht faul oder sowas. Wir haben ja schon wieder 100 Millionen Gewinn gemacht. So, und ich möchte ja irgendwie, irgendwo, irgendwann... Was ist ein Zitat aus irgendeinem bekannten Lied? Nein. Möchte ich ja hingehen und sagen, dass ich vielleicht irgendwie mal gucke, dass ich ein... Wir haben ja hier, ne? Also hier, ihr wisst ja, ne? Wisst ihr Bescheid. So, ne? Damit wisst ihr, was ich machen will. Also nein, wir haben ja massig Jump'n'Runner. So, Jump'n'Run ist ja jetzt ausgelutscht, muss ich mal so sagen. Ja, haben wir ja gesehen, von Little Runner 1 bis 2 bis 4 bis was weiß ich wo, wurde immer schlechter irgendwo. Also nicht so das, was ich haben wollte. Also habe ich mir gedacht, jetzt machen wir mal ein paar andere. Portal 3 als Puzzlespiel war ja super. War ja klasse. War ja total geil. Ja, war ja fast ein 100% Spiel. Mit 99% ist knapp dran. So. Adventure haben wir schon mal gemacht. Und hier, Denkspiel hatten wir ja schon und Geschicklichkeit habe ich jetzt gemacht. Jetzt gehe ich mal in eine ganz andere Richtung. Simulation habe ich persönlich zu wenig für. Weil zur Simulation passt nicht so viel. Aufbau, Strategie etc. und so habe ich nicht so viele Leute für. Shooter habe ich schon. Daher würde ich jetzt einfach mal hingehen. So eine Arcade habe ich zu wenig Leute für. Ich würde jetzt einfach mal hingehen. Und ihr seht das also, was ich hier habe. Ich habe jetzt hier zwei Leute im Bereich Kampfsportspiel. Das ist ja mal komplett was anderes wieder. Ja, das hat ja gar nichts mit irgendwie Genre zu tun, was wir jetzt quasi gemacht haben. Schon so. Ist ja kein Sportspiel, aber es ist ein Kampfsportspiel. So, da gehe ich jetzt hin. Ich würde jetzt gerne ein Kampfsportspiel machen. Mit dem Untergenre Arcade. Weil, so wie ich das jetzt gerade durchgezählt habe, wir haben dann 6 Personen. Zweimal Kampfsport. Viermal Arcade. Und ich würde das ein bisschen mit den Jump'n'Runnern auffüllen, weil Jump'n'Run eigentlich auch ein gutes Untergenre ist bei Kampfsport. Warum auch immer. Egal. So, das würde ich gerne machen. Was wir auf jeden Fall noch brauchen, und das sage ich euch jetzt, ist Zuwachs hier im Bereich Simulation, Zuwachs im Bereich Kampfsportspiel, Zuwachs im Bereich Strategie, Wirtschaft und Rollenspiel. Aufbau haben wir natürlich nur einen Teil bis jetzt. Das ist aber, glaube ich, mit Simulation kombinierbar. Bin mir sicher. Ist egal. Also da brauchen wir auf jeden Fall noch ein bisschen Futter. Jump'n'Run und so lassen wir erstmal außen vor. Wenn es ein guter ist, nehmen wir mit. Genau wie bei Ego-Shooter oder so. Ne? Also wenn Ego-Shooter technisch fifi ist, nehmen wir auch mit. Aber alles andere würde ich erstmal priorisiert auf die anderen setzen. Und da war ich doch gerade drin. Da gucken wir jetzt direkt mal nach. Also wir haben ja hier nichts. Wir haben hier ein paar Arcade-Leute drin. Die könnte ich jetzt trainieren. Dann hätte ich ein paar Arcade-Püvis mehr. Was hier eigentlich nicht schlecht wäre. Der hat Speichern als Funktion. Das ist schon mal nicht schlecht. Der hat Sprite-Technik als Funktion. Ist auch okay. Die dürften frei sein hier hinten, ne? So, dann machen wir die beiden als Arcade. So. Super. Hier haben wir noch einmal Simulation. Die isometrische 2D-Engine. Jungs, sagt mal, bleibt sie drin oder fliegt sie durch irgendwas anderes raus? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, sie bleibt drin. Deshalb würde ich den hier für Simulation nochmal mitnehmen. Nein. Will ich nicht, weil das ist ein Bürohengst. Das wird so gut sein. Mann! Aufbauspiel. Habe ich ja auch gesagt. Vielleicht können wir den noch mitnehmen. Aufbauspiel hat Maus. Aufbauspiel haben wir selber persönlich noch nicht so viel. Deshalb würde ich ihn auch mal mitnehmen. Hier ist noch einer mit Aufbauspiel. Der hat allerdings nur 8-Bit-Musik. Das will ich jetzt nicht mitnehmen. Strategie? Nein. Da haben wir noch einen im Bereich Büroarbeit. Wieso sind die Simulanten, die am besten simulieren können, für Büroarbeit so gut zu gebrauchen? Ich weiß es nicht. Es geht mir um den Sack. So, hier haben wir einen für Wirtschaftssimulation.
Vielleicht muss ich mir alle gar nicht angucken, weil die in Büroarbeit alle so gut sind, wisst ihr? Was, denn, was ist das denn hier? Grafik, was ist das denn für ein Murks? Bitte! Nimm das weg, ey, mach das weg! Büroarbeit. Das ist... Die besten Büroarbeiter sind Simulanten hier. Das ist nicht wahr, ne? Na gut, okay, dann wenigstens die drei hier. Die trainieren wir jetzt. So, Programmierung und du machst mal hier. Hattest du das nicht hoch? Alles Game Design hoch. Wieso will ich den Game Design mit dir machen? Sound und du. Game Design. So, dann sind sie auf jeden Fall beschäftigt. Okay, so, hier lasse ich laufen und hier unten habe ich jetzt gesagt, möchte ich natürlich ganz gerne und dazu will ich die Aufträge komplett durchjagen. Und deshalb machen wir die da unten jetzt auch mit. Jetzt machen wir hier drei Ecken, wo die Aufträge durchgejagt werden. Und mit drei Abteilungen gehen die Aufträge ruckzuck runter. Ihr seht. Und ich glaube, dass ich das... zeitig so hinkriege, dass ich hier, ja, schaffe ich, irgendwo gleich null Aufträge habe. Super, läuft aus und läuft aus. Alles klar. Gut, null Aufträge, jetzt gehen wir ran. Jetzt geht's los, heißt so schön. 38.000, das lassen wir einfach mal auslaufen, wisst ihr das? Ich gehe jetzt wieder hin. Verteile meine Grüppchen wieder erstmal. Das ist das Erste, was ich mache. So, wir haben hier die 5 habe ich noch drin. Das heißt die 4. Dann die 3. Jetzt die 2. So, die 1 brauchen wir nicht. Alles, was hier drin ist. Raus. So, und ich sagte, ich möchte gerne... Ja, das machen wir besser so. Das ist besser. Ich habe gesagt, wir machen ein... Arcade brauche ich, ne? Habe ich gesagt. Moment, 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 Moment. So, wo haben wir denn Arcade? Arcade brauche ich und... Arcade... Kampfsportspiel wäre ganz unten irgendwo. Noch ein Arcade. Das ist 3, 4. So, 4 Arcade haben wir. 5, 6. So, und danach kommt meines Erachtens nach kein Arcade mehr. Das ist noch einer. Der lernt aber noch. Den haben wir gerade eingestellt. Und den lernt auch noch. Den haben wir auch gerade eingestellt. So, ich selektiere jetzt erstmal die 5. Ne, die 6. So, die 6 machen hier gleich Kampfsportspiel mit Arcade unter Genre. Oh, da waren einige bei. Einige bei. Na, macht nichts. Passt mir auf. Wir ziehen euch alle da rein. Du bist mir einer, der... Na ja, klar. Du kannst alles. Du bleibst hier. Da ziehen wir auch einen raus. Kommt da drüben rein. Da hätten wir einen mit Grafik, der ein bisschen lernen muss. Der kommt da rein. Hier, mein Freund. Na, du kannst eigentlich alles. Du bleibst hier. So, du bist auch hier. Da hätten wir noch einen mit Graf... Na gut, dann bleibst du halt hier. Grafik. So. Jetzt haben wir hier 7 Leute drin. Da oben fehlen natürlich noch massig Leute. 2 Leute da oben rein. Jetzt haben wir hier noch 9. Da ist noch einer, der kann eigentlich alles. Wie sieht es denn bei euch aus? Programmierung, das lernst du hier. Grafik, Programmierung, das bleibt jetzt hier. Wie auch immer. Sound, da war doch gerade wieder einer für den Soundbereich. Ja. Musik und Sound, da ist noch ein bisschen Bedarf. Natürlich nicht. Natürlich für den falschen Griff, ne? Hier, so, der hat Bedarf, Musik und Sound. Genau. Okay, und du hattest eigentlich auch Bedarf, Musik und Sound, habe ich gerade gesehen. Jo. Wie viel haben wir jetzt hier drin? 7, 7, 7, alles klar. Läuft doch, ist doch gut.
So, diese Entwicklung, die machen wir jetzt leer. Grafik. Und Musik. Wir gucken mal. Okay, der kann natürlich musiktechnisch noch nicht so viel. Macht nichts, aber der kann grafiktechnisch mehr. Dann würde ich jetzt hier zwei Leute selektieren und in die Grafikabteilung packen. War das jetzt richtig? Ja, klar war ich da richtig. So, und hier nochmal zwei Leute aus dem Musikbereich. Ja, okay, nur noch einer. In Ordnung. Die packen wir da auch noch mit rein. Es war doof, glaube ich. Da, ne? Jo, alles klar. Hier haben wir dann noch drei Leute. Die selektiere ich alle. Ja, er kann sich so ein bisschen verbessern hier. Und setzt die da rein. Dann haben wir da 10. Das ist einer zu viel. Macht nichts. So, der bleibt da. So, jetzt habe ich gesagt, ich möchte natürlich hier Personal unterstützen mit Jump'n'Run. Irgendwo. So was, dann nehmen wir einfach mal 3. Ist die Karte ja mittlerweile auch überall auf 100%? Ja, willst du nicht, kannst nicht meckern. Gut, dann nehmen wir mal hier 3. Weil die 3 können eigentlich von den Dings her hier nicht so viel. Ne? So, dann machen wir es folgendermaßen. Dann nehmen wir hier mal Typ mit VR, nehmen wir mal mit und Internet-Fifi, so. Dann haben wir hier 9. Vielleicht doch noch einer. Den hier. Ja, komm. So, und die hier setze ich um. Da rein. Dann haben wir hier noch 6 Stück für die Aufträge, die wir machen. Ja, ich weiß, es ist gerade wieder Planung, aber müsst ihr halt gerade mal mitleben. Da ist voll, da ist voll, da ist voll, da ist fast voll. Hier sind eigentlich zu wenig drin, würde ich sogar persönlich sagen. Aber wir lassen das einfach mal so. Weil ich weiß, dass die beiden Bereiche hier wesentlich schneller fertig werden, als ich mir eigentlich liebe ist. Aber wir lassen es mal so. Wir haben 7 von 14 nur hier drin. Dann scheißen wir in dem Falle, muss ich mal ganz kurz wörtlich sagen. Ich habe hier immer zu viel drin. Was ist das denn? Was hat Tarn? Ja, eigentlich habe ich immer noch zu viel drin. Kommt, lass mal so. Ist okay. Bleibt so. So. Das lassen wir auslaufen. Die trainieren fleißig, das machen wir so, das ist okay. Gut, dann würde ich persönlich sagen, gehen wir jetzt hin und programmieren mal wirklich ein Kampfsportspiel. So, zack, dann machen wir hier Zielgruppe. Was wird das sein? Kampfsport? Kinder hat man. Komm, wir machen mal Teenager. Kann nicht verkehrt sein. Thema machen wir noch nicht, wir machen erstmal Genre. Kampfsport, habe ich gesagt, Untergenre ist Arcade. Ich habe, glaube ich, mehr Jump'n'Runner drin als Arcade. Bin mir gerade nicht sicher. Oder vielleicht gleich viele. Bin mir gerade nicht sicher. Aber wir machen es trotzdem mit Arcade. Ich will einfach Arcade als Untergenre haben. Weil Jump'n'Run hatten wir so oft als Untergenre. Das bisschen Abwechslung. Ich will von Jump'n'Run wieder wegkommen, wisst ihr? Das brauchen wir nicht. So. Ja, Kampfkunst ist zweites Thema. Das bietet sich doch an, oder? Karate-Kampfkunst, oder? Ich überlege, ob ich da noch eine Anspielung zum anderen Film mache. Nein, ist okay. Das bleibt so. So, Engine. Da haben wir natürlich zum ersten Mal, dann auch zum ersten Mal, unsere Kampfsportspiel-Engine. Und hier, mal gucken, vielleicht haben wir ein passendes Thema. Oh. Ein Buch sogar. Ein Buch.
Büchlein würde ich mitnehmen. Ob ich es jetzt schon einsetze, weiß ich noch nicht. Aber ich will das Büchlein auf jeden Fall mitnehmen. Passt eigentlich hier. Das ist ja nur der Hype, der dahinter steckt eigentlich, ne? Komm, dann machen wir Rainbow weg. So, Karate-Teen haben wir dann hier. So, das passt. Das. So, läuft. Passt. Werkstatt Luft. Kampfsportspiel-Engine, Arcade, Kampfsportspiel, Kampfkunst, Karate, Teenager. Wir könnten eigentlich auch mal ein MMO machen, ne? Fällt mir gerade mal so ein. Ja, aber nicht mich mit Kampfkunst. Das machen wir anders. In MMO, da verlasse ich mich wieder auf meine gute alte Jump'n'Run-Technik. Ja. Und wir wollten ja, ach der Scheiße, Konsole. Wir wollten mal Konsolen gucken. Mach ich will. Machen wir. Machen wir in einer der nächsten Folgen. Dass wir da mal nach einer neuen Konsole, einer eigenen Konsole gucken. Weil ich habe jetzt hier... Ich müsste ja ein DevKit erwerben dann. Ich hätte hier eine Nintendo noch, eine Atari. Um da irgendwas zu machen. Aktenteil. Ah. Ach komm, wisst ihr was? Schiss drauf. Wer hat denn am meisten Marktanteile? 18,7, 18,7. Das ist ja relativ schwierig jetzt. Jetzt muss ich mich outen. Xbox oder PlayStation? Was meint ihr? Wo seid ihr da? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Xbox oder PlayStation? Ist hiermit mal eine Umfrage von mir. Was meint ihr? Es gibt ja immer dieses obligatorische, ne? Gegeneinander-Klopperei. Dieses Konkurrenzverhalten. Also ich persönlich hatte mit der PlayStation 1 angefangen und habe dann erst später die Xbox 360, also nicht mal eine Xbox 1 oder sowas, ne, auch nicht mehr, sondern nur die 360er gehabt und hatte aber dann keine PlayStation 3 und 4 mehr, sondern ich hatte nur eine 2er und dann nach der 2er aufgehört. Also wenn es danach geht, entscheide ich mich für einen Gameboy. Bauchgefühl. Reines Bauchgefühl. So. Ja, so sieht's aus. So, und hatte ich denn jetzt schon... Hatte ich noch nicht, ne? Nicht wirklich. Ich glaube... Bin nicht sicher, aber ich glaube, ich lasse das mal auf Mitte stehen. Na, das ist irgendwo dazwischen so. So. Dazwischen. Kampfsportspiel, ne? Hab ich gesagt, ne? Ja, Kampfsportspiel. Ja. Ja, ja, doch. Doch, hatte ich früher schon mal. Ich erinnere mich dran. So, wieder alle Sprachen bitte. So, dann gehen wir mal ganz rapide runter hier. Und das war mal so. Dann gehen wir mal hier auf 20% und dann gehen wir mal hier auf 30%. Und schon haben wir alles vergeben. So. Ich lasse wieder alle Features drin. Und verbessere hier wieder mal das Gameplay, hier verbessern wir wieder mal die Grafik und hier verbessern wir wieder mal Sound und hier verbessern wir wieder mal die Animation. So, könnt ihr mal kurz, wenn ihr wollt, das dazu schreiben, wie es euch gefällt, dass ich jetzt, also die letzten Male zumindest, so viele Spiele und so viele verschiedene Genres halt raushaue. Wie es euch am Sack vielleicht, dass ich so viel programmiere. Oder ist es vollkommen human? Wie meint ihr das? Verkaufen noch 30.000. Ja, ich würde sagen... Ich hätte noch 33 Wochen, wenn ich das weiterverkaufen würde. 33 Wochen, das reicht vollkommen aus. Das reicht mehr als vollkommen aus. Produziere nichts mehr nach. Komm. Wir machen einen großen Produktionsauftrag wieder und dann würde ich persönlich sagen, lass mal laufen. So, und dann kriege ich natürlich wieder Knete. Das wäre so schon klar. Ich hätte jetzt lieben gerne irgendwo, aber leider ist es ja nicht so. Lieben gerne hätte ich irgendwo
Ich wollte Pause machen, um das zu lesen, nicht Dusel. Na egal. Wie gerne hätte ich irgendwo wieder ein bisschen, den Faden verloren. Das passiert ja öfters mal, dass ich den Faden verliere. Nein, das da, bitte. Genau, das läuft ja aus, richtig? Okay, ja, richtig. Ich hätte lieben gern mal den Faden verloren. Ernsthaft jetzt. Ich weiß nicht, was ich wollte. Das ärgert mich jetzt, wisst ihr das? Ich. Wenn ihr irgendwas sagen wolltet und ihr wisst nicht mehr, was es war. Ich glaube, die Folge ist schon wieder um. Ja, die Folge ist um. Deshalb weiß ich auch nicht mehr, was ich sagen wollte. Doch, ich hätte lieben gern natürlich noch hier was für die Aufträge jetzt. So nebenbei zumindest eine Etage. Etage ist es schon. Eine Abteilung, die Aufträge abarbeitet. Aber leider habe ich jetzt alles hier reingesteckt. Damit das Spiel schneller fertig wird. Ja, so sieht's aus. Naja, gut. Okay, und wie es Spiel schneller fertig wird und ob es Spiel schneller fertig wird, würde ich sagen, das sehen wir dann in der morgigen Folge, denn für heute ist diese beendet. Ich bedanke mich wieder fürs Einschalten. Ich nehme jetzt, glaube ich, noch ein paar auf. Ich habe aber gerade Bock darauf. Dann habe ich zwar ein paar mehr für die Zukunft. Aber, ach, ich glaube, ich bin jetzt 6 oder 7 Folgen Vorlauf habe ich jetzt gerade. Aber dann habe ich halt mal ein paar mehr. Dann ist es halt so. Gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich würde sagen, bis morgen, schönen Tag und ja, macht's gut, bis dahin, tschüss.